Danke schön. Fischina, aus der Großhöhe, wo Adlerkreisen frei, flog sie herab, ein Schmetterling so zart. In bunten Wiesen voller Leben, froh und frei, tanzte sie wie eine Libelle leicht und smart. Doch dunkle Schatten deckten bald ihr Licht, ein teuflisches Feuer, das ihr Flügel brannte, gefangen im Netz der Macht, ein trauriger Stich, ihr Traum vom Fliegen je zu Ende fand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben کدنجی خفکرایی شورجرانی کو و بتهای بتهی جرانی کو بدنیا بگینی عدول میره کبلاي شورش شکتان خفنکرا و او دنگو رنگتان نکهیران بالکول اروپاش دنج دعوت او عدول میره بلاي که ایوا دنگتان لبه خفکرا و او زندانی کرا ون بلام شورجرانی کردو پشتیوانانی ایوا لدروی ولاد دنجی ایوا برز هادا گرنو و پشتیوانی لشورش خطان لکنو و شورشی جنجیان آزادی لهمو گلان ایران و بتایبتی گلی کن پیروز دکتن جنجیان آزادی استاش پیامی کرده حزبکانی کردی لدخنده دواکا کردی دیاسپورا نزان تشکلیره یا نا تشکلیره پیامکی پیامی توا دلیره نماوا پارتی دموکراتی پیجروی کرد لسوریه که و داره وجود داره نید نوناری حکومتی کدسانی سور لیره یا اوش کسان لیره نید سلام und Freunde, die Geschichte von Gina ist keine isolierte lokale Tragödie. Sie ist das Ergebnis einer systematischen Unterdrückung, die sich gegen Frauen, gegen ethnische Minderheiten und gegen alle richtet, die sich gegen Tyrannei und Autoritarismus auflehnen. Das ist der Grund, warum ihr Schicksal über die Grenzen Kurdistans hinaus Bedeutung hatte. Denn es betrifft uns alle. تو همای دندستی کسی رو مکنگیتا به سودان و به مجی بوکاچیای بلنده زنگین و دولمندی دجمندی تی دورا تا چاکتی و دمندی چه آنین سره تا آیات سلطان و افندی لمیج و روژی بحراتا لامات حسن برچی دسمالدان سره تا نزان و شرم و فدی وش اتن بس کو تزیتا بعد مرید افندی ملو بان ملیتا زکات و فکر و حدی کار و خندن ندهادا کپی خطر لسر امنی دخل و بطول جباتا جلو ما تحسن برکشی قنید آنین واروتا وان مرو بین شفینی قاد ستان بن جبارتا گوت نملت بیجی هی شال و شات کنائن بجناتا وها خیائت کردی سران نایلو بگنجیتا و ها خیایا تو کردی جینا نادن نادتا کافلیت تب نخدی لبوس ناده بنادتا نای دانی دا اجنبی تشتک نهش نجویتا هل نبی چرکا قاضی سلاف و ریز دلکس باس war kein isolierter Vorfall, sondern ein Symbol für die jahrzehntelange Unterdrückung des kurdischen Volkes durch das islamische Regime im Iran. Die Proteste, die nach Jinas Tod ausbrachen, haben gezeigt, dass die iranischen Völker ihre Ketten sprengen wollen. Frauen im Iran, insbesondere Kurdinnen und Kurden, stehen an vorderster Front dieses Kampfes und inspirieren uns alle. Das Mullah-Regime trägt die volle Verantwortung für den Tod von Jina
und die anhaltende Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung. Die Hinrichtungen, Folterungen und willkürlichen Verhaftungen von andersdenkenden und protestierenden Menschen, vor allem in Kurdistan, müssen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden. Seit fast 45 Jahren sind die Menschen im Iran Opfer der Brutalität eines Regimes, das maßgeblich für die Instabilität im gesamten Nahen Osten verantwortlich ist. Das Regime in Teheran unterstützt viele Terrororganisationen in der Region, die nicht nur eine Gefahr für die Sicherheit im Nahen Osten darstellen, sondern teilweise in Europa, den USA und Afrika Anschläge verübt haben und bis heute die globale Sicherheit gefährden. Damit möchten wir feststellen, dass das Mullah-Regime nicht nur ein Problem für die Menschen im Iran ist, sondern eine Bedrohung, die direkt die wesentlichen Demokratien gefährdet. Die kurdische Bewegung im Iran ist der Vorreiter im Kampf gegen das totalitäre islamische Regime in Teheran. Ein solcher Kampf benötigt internationale Unterstützung und Solidarität. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihre Unterstützung für das kurdische Volk und alle freiheitsliebenden Menschen im Iran, die gegen das Regime kämpfen, zu verstärken. Es ist an der Zeit, dass die Weltgemeinschaft die Verbrechen des iranischen Regimes nicht länger toleriert. Wir fordern die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen, das Ende willkürlicher Hinrichtungen, die Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Frauenrechte, sowie das Ende der Unterdrückung Andersdenkender, allen voran des kurdischen Volkes. Kurdistan ist das historische Heimatland der Kurden, ein Hort der Demokratie und eine Bastion gegen Diktatoren. Und das wird es auch bleiben. Die Jinnah-Revolution im Iran ist ein Kampf für universelle Werte. Die Forderung nach Frauenliebenfreiheit ist ein Appell an die ganze Welt, sich für eine gerechtere und gleichberechtigere Gesellschaft einzusetzen. Wir dürfen die Menschen im Iran. Wir müssen achten darauf, dass die EU und Österreich nicht wirtschaftliche Kontakte weiter mit diesem Regime führt. Man kann nicht ganz einfach umgehen, jegliche Erfolge, die wir hier erreicht haben. Und wir müssen das Embargo intensiver nachverfolgen. Jin Jian Azadin. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Michi. Danke sehr, gut. Wir fordern auch natürlich eine differenzierte Politik. Eine Politik, die sich nur auf einen einzigen iranischen Volk konzentriert. Glauben wir, dass es Gefahr läuft, die Bedürfnisse und Interessen aller anderen Völker, die in Österreich aufgewachsen sind, die den Iran nicht besuchen können. Dafür gibt es viele, viele Gründe, die kennen wir alle und es ist auch nichts Neues. Ich bin sehr, sehr dankbar, und nicht nur ich, sondern viele andere Vertreterinnen der Community, dass die Politik diesmal auf die Ermordung von Jinnah Mahsa Amini reagiert hat. Dass wir ein Patenschaftsprogramm in dem österreichischen Parlament hinbekommen haben, wo nicht weggeschaut wird. Weil 45 Jahre ist weggeschaut worden. Wie der Anführer der Demokraten... Aber hier noch richtig ist, ich meine, er sollte nach Hause fahren. Und es sollte jemand nach Österreich kommen, der das iranische Volk besser vertritt. Die Benny Bayer hat es angesprochen, eine der Dinge, die wir auf jeden Fall noch zu tun haben, und das auf europäischer Ebene, und Kanada hat es vorgemacht, die Unterdrückung im Iran wird hauptsächlich durch die Revolutionsgarden vollzogen. Das ist eine terroristische Organisation und als solche sollte sie auch offiziell in der Europäischen Union anerkannt werden. Es ist eine Terrororganisation und sie verübt Terror am eigenen Volk. Wir als Grüne Partei, wir stehen von Anfang an Seite mit der iranischen Diaspora, mit den Kurdinnen und Kurden hier in Wien und wir sehen auch sehr für diese Einladung und die Möglichkeit, heute hier als Kommunistin und Feministin zu sprechen. Für mich persönlich war die internationale Solidarität
immer ein ganz wesentlicher Bestandteil meines politischen Engagements, aber auch eine große Inspiration. Wir stehen heute hier, weil wir gemeinsam an Jena Amini denken wollen, an die junge Frau, die aufs ungerechte und grausame Weise aus dem Leben gerissen wurde. Jena, das wurde schon gesagt, wie ihr kurdischer Name lautet, wurde zur Symbolfigur für Jena Sadi, für die Bewegung und zur Symbolfigur des Kampfes für Frausein, Leben und Freiheit. Wir sind heute auch hier, um unsere Solidarität mit allen iranischen Frauen zu demonstrieren, die für Menschenrechte und ein Leben in Freiheit Würde kämpfen, sind hier, um verfolgt werden und ganz oft auch, wenn zusammenkommt, dass es zum Beispiel Frauen und Kurden oder Frauenminderheiten sind, gerade im Iran, die Verfolgung, die Ausgrenzung und der Hass ganz besonders groß und massiv sind. Wir sind natürlich auch in Österreich bemüht, wirklich uns vor Augen zu halten, dass es wichtig ist, genau die Frage der Menschenrechte gerade von Kurdinnen und Kurden auf der Agenda zu halten. Und ich möchte vielleicht zwei Dinge erwähnen, die in den letzten Jahren gelungen sind. Das eine ist, dass wir schon vor einem Jahr anlässlich der erstjährigen Ermordung von Jena Amini eine Straße nach ihr in Wien benannt haben. Das ist die erste Straße weltweit im 22. Bezirk, die nach ihr benannt worden ist, auf das sie auch nicht vergessen wird, und das finde ich ist eine sehr wichtige Initiative der Stadt Wien. Und ich mag auch erwähnen, dass Kurden nicht nur in den von mir genannten Ländern verfolgt werden, wir haben in der Wiener Bildungsakademie und verbessern können. Aber zu sagen, ja, das und das und das ist alles schlecht, das bringt uns alle in eine schlechte Stimmung und es entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben vielen Menschen aus dem Iran hier Schutz gewährt und wir haben hohe Leistungen für diese Menschen auf unterschiedlichen Ebenen. Anstatt zu sagen, alles schlecht, wäre es auch gut zu sagen, danke Österreich. Und selbstverständlich ist die Sicherheit wichtig und selbstverständlich ist die politische Zusammenarbeit wichtig, um den Menschen im Iran zu helfen. Und das tun wir. Ich sage Ihnen, es war Anfang dieser Woche, war die Chefin vom Amnesty International mit vielen Menschen aus dem Iran im Parlament. Und die Chefin von Amnesty International hat gesagt, sie hat jetzt das dritte Mal in unserem Parlament eine Rede gehalten für Freiheit im Iran und sie weiß, dass in anderen Ländern sowas überhaupt nie vorkommt. Sehen Sie das bitte, dass man sich hier wirklich ehrlich bemüht. So, und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ich habe viele Freunde aus